bin Monika Schnellhammer, Geschäftsführerin des Caritasverbandes für die Stadt und den Landkreis Osnabrück. Wir suchen eine neue Leiterin oder Leiter der Fachambulanz für Suchtprävention und Rehabilitation. Das hier könnte Ihr neuer Arbeitsplatz sein. Mein Name ist Saskia Ohmann, ich bin Sozialarbeiterin in der Fachambulanz für Suchtprävention und Rehabilitation. Ich arbeite hier total gerne in dem Team, weil es auf einem sehr hohen fachlichen Niveau arbeitet. Und zum anderen macht es mir Spaß, mit suchtkranken Menschen zu arbeiten und diese auch umfangreich zu unterstützen. Mein Name ist Elena Herbach, ich studiere noch berufsbegleitend Soziale Arbeit im 6. Semester und bin nun auch seit 3 Jahren in der Fachambulanz für Suchtprävention und Rehabilitation tätig. Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich, es macht eine Menge Spaß, das Team ist eine großartige Unterstützung und auch sehr wertschätzend. Schönen guten Tag, mein Name ist Konrad Tönsink, ich bin Geschäftsbereichsleiter für Suchtprävention und Rehabilitation beim Caritasverband für die Diözese Osnabrück. Die Fachambulanz ist Teil eines großen Verbundsystems mit vielen ambulanten und stationären Einrichtungen der Suchthilfe im westlichen Niedersachsen. Wir arbeiten in einem großen multiprofessionellen Team zusammen. Wir würden uns sehr freuen, Sie in unserem Team begrüßen zu dürfen. Wenn Sie Interesse haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.